Ja, guten Tag. Ich glaube, den meisten Leuten ist aufgefallen, die Pandemie geht schon sehr lange jetzt. Während der Pandemie sind sehr, sehr viele Sachen passiert, auf die ich mich nicht eingestellt hatte. Zum Beispiel so ein paar Sachen, wo ich nicht dachte, dass mich das so sehr nervt. Ich hätte zum Beispiel nicht gedacht, wie wütend mich der Anblick einer Nase machen kann in öffentlichen Verkehrsmitteln. Und heute ist mir was Neues passiert. Und zwar habe ich heute auf Höhe Ingolstadt, musste ich niesen und hatte dann so ein Pfropfenschnodder in meiner Maske. Das ist mir auch noch nicht passiert. Das war wahnsinnig ekelhaft. Das ist wirklich, ist aber nichts gegen die eine Sache in der Pandemie, die mich mit Abstand am meisten nervt. Und zwar, dass die Impfquote so verdammt niedrig geblieben ist. Dass immer noch so, ja, so 75-80%, da ist die jetzt seit einem Jahr und so. Und das ist vor allem für uns KünstlerInnen total stressig, weil wir die ganze Zeit Angst haben, dass eine neue Variante kommt und wir wieder unseren Job nicht ausüben können. Und ich habe mir lange überlegt, was kann man denn dagegen tun? Ich habe eine Idee bekommen, die ich in diesem Text ausgeführt habe. Und zwar ist, was passiert in Österreich. In Österreich gab es eine ImpfgegnerInnen-Demo und die war im Oktober und da war es ein bisschen warm und da wurde auf Facebook gewarnt, dass es ja dass so ein warmer Tag ist und man aber trotzdem keine kurzen Hosen anziehen soll, weil das Gerücht umgeht, dass in den Gullideckeln tatsächlich so Ärzte und Ärztinnen sitzen, die von der Regierung bezahlt wurden, um die DemonstrantInnen so in die Knöchel zu impfen. Heimlich. Und das habe ich gelesen und dachte, das ist also eine wirklich wahnsinnig gute Idee. So lösen wir das Problem. Ich packe das an. Darum geht es in folgendem Text. Die Mitte Europas, Ende des Jahres 2022. Die Corona-Pandemie schlummert in einem ganzen Kontinent und wartet nur darauf, alle wieder in Angst und Schrecken zu versetzen. Schon jetzt sitzen die Narben tief. Die Impfdiskussion hat die Menschen über Jahre entzweit und noch immer ist keine Lösung in Sicht. Es braucht einen Helden, der die Menschen wieder zusammenbringt. Ich habe diesen Ruf vernommen und bin zur Tat geschritten. Und nun bin ich am Tag. Yannick Sellmann, ein durch die Pandemie strugglender Poetry-Slammer mit einer angeschlagenen Psyche. Aber in der Nacht bin ich der Impf. Wenn der Mond die Stadt erhellt, die Isar eisig rauscht, dann sehe ich durch mein Dachgebälk, wie sehr das Land mich braucht. Dann steige ich dunkel wie aus Asche, schwarz ummantelt vom Balkon, 13 Kanülen in meiner Tasche, gut versteckt im Mantel vorn, aus den Schatten piekse ich leise. Fließt die Impfe in den Arm, Studenten, Väter, Mütter, Greise, Antikörper gut und stark. Nur meinen engsten Freunden kann ich mich offenbaren und das Feedback, muss ich sagen, war sehr positiv. Erst gestern habe ich meinem Kumpel Maximilian, der gerade in Strafrecht promoviert, stolz von meiner zweiten Identität und meinem Dasein als Biontech-Robin Hood erzählt. Und Maxi war hellauf begeistert. Bis über beide Ohren hat er gestrahlt und mit einem positiven Schritt in seiner Stimme kundgetan. Sag mal, bist du völlig wahnsinnig? Du bist doch kein Superheld. Du ziehst dir einfach eine Regenjacke falsch rum an, brichst bei Menschen ein und impfst sie gegen ihren Willen. Wo hast du überhaupt die Adressen von Impfverweigerern her? Darknet, Yannick. Das ist Körperverletzung. Du bist doch auch nicht mal ansatzweise Arzt. Nein, ich bin der Impf. Das ist ein bescheuerter Name. So, sofort damit aufhören. Nee, kann ich nicht. Ich habe schon einen Song geschrieben. Ich bin nicht der Grinch, der das Christfest stahl. Nein, ich bin der Impf und ich impfe dich hart. Ich impfe dir in die Schulter und ich impfe dich in den Arm. Ich fahre nicht Opel Astra, sondern AstraZeneca. Yannick, das ist ein bescheuertes Lied. Also du bist ja völlig wahnsinnig geworden. Das ist ja... Komm mal wieder zu dir. Nee, ist mir egal, ich impfe die Leute jetzt, mit oder ohne zweite Identität, ich habe keinen Bock mehr. Ich bin ganz ehrlich, ich habe diese ganzen frühen Lockdowns durchgehalten, weil niemand richtig schuld war an dem ganzen Scheiß, außer so eine Fledermaus. Aber ich habe jetzt wirklich keine Lust mehr. Die Pandemie ist ja fast vorbei, ein Scheiß ist die. Wenn eine neue Variante kommt, sind wir hier alle am Arsch, weil diese inkompetenten Immunignoranten sich immer noch nicht impfen lassen. Ja, das war ja auch ganz lustig, als wir alle dachten so, hahaha, so ein paar tausend Leute wissen nicht, wie man richtig Fakten googelt. Haben wir alle einmal gelacht, aber jetzt reicht's. Einfach nur, weil hier anscheinend grob 15-20% Leute wohnen, die jeglichen Bezug zu irgendeiner Form vom logischen Menschen, den Denken verloren haben und sich weigern, die Lösung aller Probleme umsonst in ihren Arm zu kriegen, heißt das nicht, dass ich jetzt wieder auf unbestimmte Zeit vor diesem kräuseligen Zoom-Bildschirm sitze, nur um nicht mittelfristig in der Psychiatrie zu landen. Nee, ich impf die jetzt persönlich. Ich impf die so... Es reicht auch irgendwann. Ich impf die so mit Antikörpern voll, dass sie anfangen, ihren Apple-Sprachassistenten Viri zu nennen.
Ich böller die so zu mit Moderna, dass sie am nächsten Tag aufwachen und sich aber mal so richtig schön bei ihrer Familie entschuldigen, die sie seit Jahren mit ihrer offensichtlich falschen Meinung nerven. Ich knall denen zusätzlich zu Johnson & Johnson auch noch Jimmy, Steven, Rüdiger und Tick, Trick und Track in den Arm, wenn das sein muss. Ich spritze sie richtig durch. Alle voll. Ich gehe zum Bayern-Training, verkleidet als deren hässliches Scheißmaskottchen und impf die alle beim Einlaufen einmal ordentlich in ihre Krampfadern rein, die Pisser. Oh, ist das ein Vogel? Ist das ein Flugzeug? Nein, es ist Yannick Sellmann, der mit einem Paraglider und einem Blasrohr über das AfD-Mitgliedertreffen segelt und da aber mal ordentlich Antikörper reinspendiert, die Faschisten da. Wen muss man denn in diesem Scheißland eigentlich ficken, damit ich mich mal wieder auf dem Weihnachtsmarkt mit billigem Glühwein besaufen kann? Hä? Ich mach das alles. Ich impf die komplett weg. Überall rein impf ich die direkt in die Kimme. Ich impf Kimmich in die Kimme. So! Hab's gesagt, ich bin der Impf. Der gottverdammte Impf. Herr Yannick, ich glaube, du brauchst mal eine Pause. Eine Pause? Oh, Maxi, ich hatte eine Pause. Lass mich dir erzählen von der Pause, die ich hatte. Eine exorbitante Pause war das, die ich hatte. Schluss mit Pausen. Ich will eine Studentenparty jeden Abend in meiner Dusche. Ich will eine geöffnete Skipiste in meinem eigenen Arsch, Maxi. Ich habe keinen Bock mehr, jeden Tag und Abend einfach nur noch meine eigene dumme Fresse zu sehen. Ich bin mit der Gesamtsituation in erheblichem Maße unzufrieden. Yannick, du kannst dich trotzdem nicht der Impf nennen und einfach so Leute impfen. Doch, ich will aber. Nein. Kann ich dann wenigstens so tun und das in Hamburg in dem Theater vorlesen? Das kannst du machen. Ich habe das starke Gefühl, du brauchst das. Dankeschön.